Das heißt, wir springen da jetzt lang. Schalten den Yeeha-Typen aus. Yeeha und Hahi. Aber er will uns hier noch einmal wegsprengen, oder? Ah, das ist nicht geschafft. Aber er kann auch ausweichen, der Klumpen. So, da sind die Krabben, die erstmal so ein paar Würgegeräusche machen. Hi. Die halten auch einiges aus, for real. Und haben den Drill. Und der geht echt lange tatsächlich. Gut, die bearbeiten den Kristall, aber die sind hart schwach. Und da ist ein Porter. Oh, es sind zwei. Es sind zwei. Habe ich keinen Bock. Oh, zum Glück habe ich auf Abbrechen gedrückt. Blocken. Das wäre sonst echt ein schneller Tod. Ich habe nochmal einen Legalstein. Alter. Die sind. Die halten viel aus und knallen auch viel rein. Oh boy. Ich weiß nicht, irgendwie ich drücke bei deren normalen Angriffen. Ich finde es toll, dass die Steine auch alle eine verschiedene Farbe haben. Ich drücke bei den normalen Angriffen auf Blocken, aber ich will gar nicht so schnell irgendwie. Naja, wir kriegen jetzt erstmal einen kleinen Reset. Papierklemme, 5000 Mikroplastik, nice. Den Haken nehmen wir auch mit. Und wir nehmen... das Schneckenhaus. Für ein bisschen Life Refresh. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier lang gehen will. Oberer Sumpf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier ein Schneckenhaus gibt. Weil ich dachte, das wird eher so ein kleines Zusatzgebiet. Also wir sind jetzt hier. Ich glaube, wir müssen hier hin. Gehe ich mal davon aus. Ah, hier könnte ein Bossfight sein. Das Schneckenhaus wird voll falsch angezeigt. Das ist doch hier oben. Okay, also wir können jetzt hier durch den Tunnel. Das führt uns nochmal in ein anderes Gebiet rein. Ich bin verwirrt. Ich schaue mir das Ganze erstmal mal da drüben an. Das wird nur im Kreis führen. Ja, wir haben eh nicht so viel Mikroplastik, dass man das groß verlieren könnte. Alles klar. Vier Gegner und da... Ich konnte nicht wegdashen, weil die Holzplanken da noch im Weg waren. Was? Okay. Ja, läuft beschissen. Ich mag nicht mehr. Das ist jetzt nur noch Mobbing. Das ist Mobbing! Ich renn da jetzt rein. Also erst... Nein, tue ich nicht. Was ist das? Das braucht ja nicht mal die Überraschungskrabben. So, jetzt. Alles raus. Was war das denn für einer? Wow. Bitte sei jetzt was richtig Cooles, du Golddings da. Antike Ammonit. Ja. Ja, nehmen wir. Für die Umami-Ladungen. So, was bist du? Du bist kein Gegner?
Doch, bist du. Hieß. Oida. Er ist auch schnell. Ah, Stachel. Oida. Was ist mit dem denn los? Hidden Bossfight. Ich sehe nichts. Ich hau ab. So. Was ist das denn? Kann der in die Stacheln rein? Komm mal her. Ah, nee, aber ich gehe. Okay, normale Angriffe sind, glaube ich, hier das Mittel zur Wahl. Die langsamen Angriffe braucht zu viel Zeit. Okay, es hat Reinigen als Fähigkeit. Was macht Reinigen? Wahrscheinlich, Moment, tasten wir mal aus. Oh nein, ich bin verplört, aber ja, es hört dann auf. Für dieses Gebiet nützlich. Ich meine, wir können das Ding jetzt versichern und dann ist auch gut. Oh, 1200 Leben. Also hier kann man im Kreis laufen. Soweit, so gut. Ach, du bist, den kennen wir ja. Den kennen wir schon. Ob der damals auch so viele Leben hatte, keine Ahnung. Du bist... Ach, scheiße, Mann. Oh, es geht durch Wände. Und spricht dabei Bände. Oh. Ja, okay, es fällt runter. Er macht nichts. Okay. Tidim. Ich nehme... Wait. Aber ich will jetzt nicht zu gierig sein. Also drei Stück ist schon... Schreib. Bang viel. Oh, da unten liegt. Ha! Oh, ich will das ganze Zeug. Okay, machen wir erstmal das Gebiet hier. Fertig. Wo bin ich? Da. Ach, lol. Aber es war ja auch gar nicht so blöd, um die Kristalle zu finden, weil man ja dann immer sieht, okay, 80 Leben. Falls man mal doch einen übersehen sollte. Ist praktisch. Gut. Ach, hey, die kennen wir doch. Das. Da wird ein Weg dahinter freigemacht, oder? Ja, da oben ist ein Schalter. Hier kann man einen Weg aufmachen. Sieht zu unscheinbar aus. Komme ich schnell zum Schalter hin? Ja. Ohne vielen Gegnern zu begegnen. Krasses Gebiet auf jeden Fall. So, mach auf. Abkürzung entdeckt. Eine Abkürzung nach hier oben? Nochmal so ein... Okay. Und das Schild da oben jetzt. Ein bisschen bedrohlich, aber was soll's. Au. Aber wir haben dich schon mal besiegt. Und wir waren eins schwächer. Kann ich irgendwie hier an der Wand stehen? Ja. Das war voll in die falsche Richtung geschrien. Ja, okay, ging. Droppen die immer Hai-Eier? Ich weiß nicht. Was bist du noch, Einmachglas? Hm. Neue Fischarmada. Hi. Aber ihr seid die ganz gammeligen Fische. Ja. Aber ihr versteckt mir noch einen neuen Panzer, ne?
kleine Box. Abkarton. Nebelwand. Ja, so ein bisschen rumstänkern. Oh, halt. Sekunde. Das nehmen wir mit. Der ist in der Bong. Ventil haben wir schon mal getragen. Das ist so witzig. Diese Gebiete. Okay, was sagst du in der Bong? Ich will nämlich eigentlich das Gebiet hier unten noch fertig erkunden. Hey, ey Süßer. Ah, ist der Shop verkauft. Nee, hier drüben. Du siehst wie netter Krebs aus. Kannst du mir helfen? Ich hab's hier mit einer lebensbedrohlichen Situation zu tun. Er schreibt nur mit kleinen Buchstaben. Ich weiß ja nicht, Mann. Das Glas sieht ziemlich robust aus. Ich denke nicht, dass das mit meiner Gabel kaputt kriegt. Dann vielleicht findest du eine bessere Waffe oder trainierst deine mickrigen Muskeln. Und dann kannst du mich befreien. Wäre sehr nett von dir. Dich? Nein. Dann wahrscheinlich dieses Explosionsding. Sekunde. Aha. Genau sowas meine ich, die Patronenhülse. Die nehmen wir gleich. Ja, ja, du Arsch. Oh. Nein, wir sehen doch an. Grill, Grill. Ja. Durchgang gesperrt. Also dem seine Fähigkeiten sind wild. Jetzt einfach nur noch die Angriffe, lad das währenddessen auf und sehr, sehr wild. So, nehmen wir die mal schnell mit. Ah, da oben ist ein Briefkasten. Da müssen wir hin, oder? War das nicht? Rotes Gebäude, irgendwie so. Hoho, der Damage ist da. Oh, dann ist das Ding aber kaputt, ne? Ah. Na gut, müssen wir nochmal eins finden. Ich glaube, wir haben da oben eins liegen lassen, oder? Haben wir den besiegt? Nee. Oh boy. Da. War hin, da ist auf jeden Fall nochmal so ein bisschen so ein Ding. Explosiver Dude. Oh nee, der ist nicht explosiv, der ist Maschinengewehr. Ah. Der unten ist explosiv. Ja, gut. Dann, ja gut, ich würde zumindest auch gerne den... Doch, es ist explosiv. Schauen wir mal, ob wir hier lebend rauskommen. Ja. Knappe Kiste. Ah, hier liegt auch nochmal eins. Okay. Das sollte aber auf jeden Fall ausreichend sein. Das ist eine richtige Explosion. Oder man braucht halt das hier. Wahrscheinlich braucht man das. Okay, man braucht das, das eine Ding, ne? Hat's vollgebracht hier, unsere Tour. Also gut.
Dann merken wir uns mal die Stelle und schieben Welle. Gehen wir erstmal zu dir. Oh, ihr seid also gekommen, Gefährte. Die Meere strömen, sie sind voller Pein, dem Treibgut der Gier von bösen Kreaturen. Ich spüre, dass ihr zur Einsicht gekommen seid und das Böse an meiner Seite niederstrecken wollt. Ja, wir haben auch der Meister schon getroffen, Mann. Da liegst du falsch, ich suche immer noch nach dem Schatz. Der Schatz, immer dieses wirre Gefasel. Gewiss reicht kein Schatz an die Ekstase einer gut ausbalancierten Klinge heran. Ich habe keine Ahnung, was der Schatz überhaupt ist. Aber der Alte meinte, wahrscheinlich ist eine Muschel, aber noch nur ein bisschen cooler als unser einziges Zuhause. Aber der Alte meinte, das soll ziemlich wertvoll sein und die Garnele gibt mir meine Muschel erst wieder, wenn ich ihr den Schatz präsentiere. Ich will einfach nur zurück in meine Restwassersenke. Tut mir leid, ich will mich nicht an deine Stelle allen Bösen der Welt stellen. Eine Schande, eine schmerzliche Schande ist das. Genießt eure sinnlosen Botengänge, Vagabund. Ich werde tun, was getan werden muss. Was ist das? Ich werde all jene bezwingen, die der Plörre dienen. Jene, die von ihr befallen wurden und auch jene, die zu ihrer Verbreitung beitragen. Doch alle, die sich meiner Mission in den Weg stellen. Das Überleben dieses Ozeans hängt davon ab. Ist die Plörre denn so schlimm? Also angenehm ist es nicht, aber ich konnte sie bisher immer problemlos umgehen. Wir waren schon mehrfach vergiftet, hä? Gewiss. Also unser Geist nicht, aber unser Körper. Doch früher bestand nicht einmal die Notwendigkeit, sie zu umgehen. Werdet ihr sie einfach weiter umgehen, bis ihr sie nicht mehr umgehen könnt? Die Plörre wird sich immer weiter ausbreiten, bis sie alles Leben erstickt hat. Das bin ich mir sicher. Allein durch Blutvergießen lässt sich dieser schlummernde Ozean wachrütteln. Lassen sich die Augen derer öffnen, die denken wie ihr. Okay, wenn du meinst. So, da haben wir nochmal so ein Pistol. Ne, du bist ein Scharfschützentyp. Ja. Hey, nochmal ein X, das wir immer noch nicht ausgraben können. Und deren Position wir immer wieder dann vergessen. Wie kommt man da hoch? So nicht. Hä, da konnte man sich aber nicht hochziehen, oder? Glaube nicht. Ha. Gehen wir erstmal schnell hier rüber. Da sind super viele Fische. Ich will den Pistolenschwimm noch nicht triggern. Das sind E2. Okay. 3. Ah, Mist. Okay, wie machen wir es? Wir holen uns erstmal... Ach so, hier kann man einfach hochklettern. Passt. Yay, ein rostiger... Ach, wir sind unten drin. Alles klar. Yay. Die Plörre macht einen auch so viel langsamer. Ätzend. Was ist das für ein... Ah, Moment, den Weg kennen wir. Okay, wir haben den Kreislauf gefunden. Und konnten auch endlich mal ausweichen. Wow. Joa.